Es hätte uns manche Spaltung auch dort erspart. Und deshalb hoffe ich, dass die neue Regierung es jetzt hinbekommt, unseren Wohlstand und unser Anliegen des Klimaschutzes miteinander zu versöhnen. Deswegen, weil man da zu spät war, haben sich Fridays for Future gegründet. Ja. Dasselbe wird häufig gesagt, natürlich von der AfD. Frau Klöckner, würden Sie sagen, ohne Angela Merkel gäbe es die AfD heute nicht oder nicht mehr? Das wäre zu viel der Ehre für die AfD. Also ich meine, gucken Sie doch mal, wie die AfD damals entstanden ist. Das kam ja mit der Euro-Frage. Wir wissen alle, erstmal war es ein Professor, der die AfD gegründet hatte, dann nachher ausgetreten ist. Die AfD ist ja entstanden, haben sich vorwiegend Männer zusammengefunden, die sich gegen Förderung Europas gewährt haben, die zu Recht sicherlich den ein oder anderen Aspekt auch hatten, was die Stabilität des Euros anbelangt. Und dann ist diese AfD, die ursprünglich ist aus anderen Gründen, ins Rechte, ins extreme Lager. Und, jetzt das Angela Merkel in die Schuhe zu schieben, das fände ich jetzt naja, aber es ist eine Anti-Merkel-Partei, das heißt ja gar nicht in die Schuhe schieben, ja, aber wir haben ja also, davon gelebt. Sie glauben doch gar nicht, was ist alles an Antipolitik. Weil man könnte ja heute sagen, ohne Merkel braucht die AfD nicht mehr. Ja, kommen Sie geschenkt. Also ich meine, ich verstehe Sie als Journalist, aber das wäre mir jetzt echt so einfach. Ja, es gibt durch die Straßen, Sie haben ständig Antipolitiker-Stimmungen auch. Und auch Helmut Kohl war auch eine Person, der in gewissen Phasen Anti-Haltung auf sich gezogen hat. Oder denken Sie mal an das Thema damals, das war vor meiner Zeit, NATO-Doppelbeschluss. Was meinen Sie, was da los war in unserer Gesellschaft? Oder die Debatte um Atomkraft, von der einen wie von der anderen Richtung. Also die Frage ist letztlich eine andere. Wie gehen wir kommunikativ damit um? Wie erklären wir Politik? Also auf Ihre Frage, die Sie dem Peter Altmaier auch gestellt haben, die er, finde ich, sehr klug beantwortet hat, würde ich einen weiteren Aspekt noch hinzufügen. Am Ende, glaube ich, müssen wir uns alle fragen, ob wir in der Zeit, in der wir uns befinden, wo wir in Konkurrenz mit Facebook, mit Instagram, Twitter und vielen anderen Sendenden auch sind, haben wir als Politik genügend erklärt, richtig erklärt und die Schritte auch übermittelt, damit Gesellschaft auch beieinander bleibt. Aber dass man Haltung hat, und dass man eine Meinung hat, die nie allen gefällt, das glaube ich ist klar. Und das in Zeiten, letzter Punkt der digitalen Medien, dass sich da natürlich auch andere Antiparteien stärker organisieren können. Was meinen Sie, wenn es zu Helmut Kohls Zeiten, wenn es zu Willy Brandts Zeiten Twitter und Facebook gegeben hätte, was denn da los gewesen wäre? Also ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen fair bleiben in dieser ganzen Frage. Ja, das ist eine Frage, die wir einfach diskutieren. Total fair, würde ich sagen. Sofort, Herr Altmaier, ich möchte von Herrn Diesel wissen, würden Sie sagen, ohne Merkel gäbe es die AfD nicht oder wäre zumindest heute nicht in allen Länderparlamenten? Also ich kann mich sehr gut an die Zeit erinnern, als ich mit Helmut Kohl und Volker Rühe und anderen Wahlkämpfe gemacht habe. Wir haben wertkonservative Inhalte verbreitet, über die heute kein Mensch mehr redet. Ich glaube schon, wenn man Inhalte der Partei aufgibt und sie über Bord wirft, kann man anderen nicht vorwerfen, wenn die sie aufheben. Ich habe in den 90er Jahren über Asylmissbrauch und ähnlichen Dingen Vorträge gehalten, das haben wir alle gemacht. Der Sinn hat sich bloß bei uns geändert. Und ich glaube, dass wenn man unsere Partei heute sieht, in dem Land, in dem ich sitze, in dem die schlechte Übertragung stattfindet, da ist meine Partei, der ich 30 Jahre angehört habe, bei 10%. Das kann doch nicht wahr sein. Das müssen wir doch auch kritisch sehen. Wenn es keine bürgerliche Politik mehr gibt, dann muss natürlich derjenige, der diese Partei geführt hat, auch dafür Verantwortung haben. Ich trage Angela Merkel genauso im Herzen wie Sie alle und wie wir alle. Und wer das nicht tut, der ist blind und der kennt ihre Verdienste nicht. Aber diese Verdienste machen uns auch nicht blöd und taub. Natürlich muss ein neuer Wind kommen. Natürlich ist es auch ihrer Politik zu verdanken, dass rechts von unserer wertkonservativen Partei eine andere Struktur entstanden ist. Und ich befürchte, dass diese Struktur sehr dauerhaft entstanden ist. Und ich möchte nicht mehr und nicht weniger, dass wir uns wieder auf diese Werte besinnen. Ich habe sehr gerne mit Helmut Kohl Wahlkämpfe. Aber noch ganz kurz, Herr Diesel, weil die Frage auch nochmal, das ist ja hochinteressant und wir geben das gleich weiter an Herrn Altmaier. Aber einmal den Punkt mit der AfD. Glauben Sie, dass die heute genauso stark wäre ohne Merkel? Wir uns allen sind halt diese Rufe im Ohr. Merkel muss weg. Das war ja total personalisiert.
Also das ist ja ein, das ist ja ein typischer Ruf aus dem Osten Deutschlands. Im Osten Deutschland hat Frau Merkel leider den größten Widerstand. Warum? Nicht weil die Menschen im Osten doof sind, sondern weil wir die Menschen im Osten nicht erreicht haben. Und deshalb muss man sich um diese Menschen kümmern. Man muss diesen furchtbaren Umstand, dass in Sachsen, in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt die AfD eben staatstragende große Parteien geworden sind. Diesen furchtbaren Umstand muss man selbstkritisch unserer Parteiführung auch anlasten, der Partei, der ich lange angehört habe. Und ich glaube, dass Angela Merkel hier etwas unterlassen hat, etwas nicht so sehr betrachtet hat. Wenn ich mir die Mannschaft um sie rum angucke, jetzt will ich die beiden in der Sendung ausdrücklich ausnehmen, da ist so viel unterformatiger Durchschnitt, da sind so viele Leute dabei, die ihre Doktorarbeiten haben schreiben lassen und die es einfach nicht können. Okay, Sie sind bei unterformatiger Durchschnitt ausgenommen. Natürlich sind das Diesler. Natürlich sind das. Das ist sehr groß. Ja, ich bedanke mich dafür. Ich habe ja auch Herrn Diesler immer geschätzt, als er Verantwortung getragen hat. Und Frau Klöckner, weil man Positionen der CDU Ursprungsposition aufgegeben hat, muss man sich dann auch nicht wundern. Also nein, erstmal ist es so, dass es ja richtig ist, dass Angela Merkel, im Übrigen nicht nur sie, ich habe das auch erlebt in kleinerem Umfang und andere Politiker von der AfD, von einer lautstarken, krawalligen Minderheit gehasst werden zum Teil auch unflätig beleidigt werden. Aber ich kann mich an keinen Bundeskanzler erinnern, der zum Ende seiner Amtszeit die Zustimmung von mehr als 2/3 der Menschen in Deutschland immer noch hatte und auch während der Amtszeit hatte. Nicht Konrad Adenauer, nicht Helmut Schmidt, nicht Helmut Kohl. Und das zeigt auch, dass Angela Merkel offenbar im Urteil der Menschen gut wegkommt. Es gibt den Punkt, den Herr Diestel zu Recht anspricht, nämlich dass die CDU gerade in einigen ostdeutschen Ländern, aber auch natürlich in den alten Bundesländern schwächer geworden ist in den letzten Jahren. Und dann glaube ich allerdings auch, dass das nicht nur von einer Person alleine abhängig ist. Wir haben 400.000 Mitglieder, wir haben Ministerpräsidenten, Oberbürgermeister, Bundesminister. Wir alle sind gemeinsam dafür verantwortlich. Und die Dinge sind halt eben auch nicht mehr so unkompliziert, wie sie früher waren. Als ich in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, haben mir viele Wähler gesagt, aber gell, Herr Altmaier, die Frauen sollen doch nicht arbeiten, sonst wird die Arbeitslosigkeit ja noch höher. Die sollen sich um ihre Kinder kümmern. Sind wir zum Glück drüber weg. Heute sind wir darüber hinweg, ja. Und damit tut sich eine kleine Minderheit schwer. Aber die große Mehrheit findet das richtig. Und die Menschen empfinden auch, dass sie heute als Mensch stärker ernst genommen werden. Und nicht nur, man ihnen nur sagt, ihr müsst dienen, ihr müsst gehorchen, sondern es geht eben auch darum, dass man den Familien, dass man den Menschen die Möglichkeit zu privatem Glück eröffnet. Leider nur aus Ihrer Sicht und auch aus Frau Klöckners Sicht wählt diese große Mehrheit zur großen Mehrheit im Moment nicht mehr CDU, sondern die große Mehrheit liebt irgendwie, schätzt Frau Merkel und trotzdem wählt nur eine ganz kleine Mehrheit oder eine ganz kleine Menge in Deutschland noch CDU. Wir wollen aber noch mal über Merkels Führungsstil hier sprechen in dieser Runde und über das, was man an Diskussionen zugelassen hat. Das hat man in der Zeit immer wieder gehört in der Partei. Ja, hier wird nicht richtig diskutiert, man kann hier meine Meinung nicht offen sagen. Und das hat man auch in einem Teil von Deutschland immer wieder gehört, Frau Glas. Das fokussierte sich dann auf dieses Wort alternativlos. Die Wahrnehmung von Merkels Politik, dass das alles alternativlos ist, dass es nur diesen einen Weg geht. Ist das ein bisschen ja, die Schuld sozusagen Merkels, war das so, dass man ja durch das viele Vermitteln, durch die Suche nach einem Kompromiss den Eindruck hatte, da gibt es nur noch die eine gültige Meinung? Naja, das wäre jetzt übertrieben. Ich finde, es wird ja auch angelastet, dass man Kompromisse schließen muss und dass sie das macht. Aber was ist denn eine Demokratie? Da geht es eben um Besprechungen, um Verhandlungen, um dann auf einen Punkt zu kommen, wo man vielleicht Zugeständnisse machen muss. Das ist halt so. In einer Demokratie kannst du nie deinen Willen 100% durchsetzen. Aber wenn sie von sich aus sagt, für mich ist das jetzt alternativlos, ich habe alles mit euch diskutiert und ich glaube, so ist es, da muss man natürlich schon mal einen Standpunkt einnehmen. Und das andere ist, möchte ich nochmal herausfinden, also mit Ostdeutschland oder den neuen Bundesländern, ich finde es sehr traurig, dass es so ist, aber wir dürfen nur nicht vergessen, was jetzt passiert ist.
Europa wächst zusammen. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir ein Europa sind, jedes Land mit individuell, mit den Bräuchen, wie wir alle das machen, aber wir müssen Europa sehen. Und wenn wir das nicht sehen und wenn man daran nicht arbeitet, dann können wir es ganz vergessen. Und ich glaube natürlich, wenn die Menschen nicht mitgenommen werden, ich weiß ja nicht, ob dieser große Hass, der mir natürlich in ganz anderer Weise, aber viel, viel weniger natürlich, aber wie mir der auch entgegenschlägt, das ist mir ein Rätsel, wie Menschen dazu kommen, nur weil man eine andere Meinung hat, einen derartig zu beschimpfen. Ja, und in der Tat. In der Tat, das ist mir auch ein Rätsel, Frau Glas. Genau, also das ist mir ein Rätsel. Man kann jetzt nicht sagen, ach, das ist die Politik von Frau Merkel und deswegen sind die Leute jetzt da zum Teil so ausgeflippt. Also ehrlich gesagt, das ist mir zu einfach. Nee.